Wolf Fuß und Frank Buschmann, diesmal mit einem Testspiel auf höchstem internationalen Niveau. Zumindest erhoffen wir uns das, wenn man sich die Aufstellungen ansieht, dürfte die Hoffnung berechtigt sein. Heute hängt wieder vieles, wie immer eigentlich, an Lionel Messi. Und er kann so einiges am Ball. Auf seinen Auftritt können wir uns freuen. Der Ball ist freigegeben und das Spiel beginnt. Hier nun die Aufstellung der Gastgeber. Werfen einen kurzen Blick drauf. Sie spielen heute im 4-5-1-System. Aguero schießt. Der Ball ist kein Problem für den Torhüter. Jetzt Mats Hummels. Wenn man sich den Werdegang von Mats Hummels anschaut, ist es schon unglaublich, dass die Bayern ihn vor einigen Jahren haben ziehen lassen. Ja, ich glaube auch, dass sie dieser Entscheidung noch ein bisschen nachtrauern. Er gehört zu den Besten. Schussversuch! Hier hat er einfach nicht genau genug gezielt. Da fehlt einfach die Konzentration. Rojo. Es gibt Einwurf, der Ball ist im Aus. Di Maria. Thomas Müller. Jetzt hat er Platz, jetzt muss er flanken. Da geht er dazwischen, wichtig, er hat den Ball da draußen. Jetzt bringt er die Flanke rein. Jetzt vielleicht. Gute Götze. Sehr gut geblockt vom Abwehrspieler. Das wäre gefährlich geworden. Den Eckstoß tritt Toni Kroos. Jetzt können Sie gleich den Ball einwerfen. Zabaleta. Und auf dem Flügel fängt er den Ball ab. Da kommt der Schuss. Tolle Aktion vom Torwart. Kann er weit einwerfen? Wenn ja, dann könnte es gefährlich werden. Rudi. Und er schießt. Da kommt er ein Stück raus und nimmt den Ball auf. Da verlängert er den Ball. Geht er rein? Gute Aktion. Den Ball nimmt er locker auf. Nun Kroos. Ballbesitz ist weg. Jetzt müssen sie dranbleiben. Mascherano. Pastore am Ball. Da zieht er ab. Keine Gefahr, der Torwart hat den Ball locker. Da ist er aufmerksam und hat den Ball. Klasse. Aguero. Schussversuch von Aguero. Das war einfach für den Torwart. Özil. Schweinsteiger jetzt. Und nun Otamendi. Mascherano. Aguero. Özil. Stark gemacht, das könnte was werden. Schweinsteiger! Den hat er wohl nicht richtig getroffen. Ja, das Ding geht ein gutes Stück vorbei. Messi. Besonders gerne scheint Lionel Messi ja im El Clasico, also im Duell Barça gegen Real, aufzulaufen. Ja, Rekordtorschütze in diesem prestigeträchtigen Duell. Aber nicht nur dort, sondern auch insgesamt in der Primera División. Toll vom Torwart, gut gehalten. Ball bei Özil.
Groß. Den Ball holt er sich vollkommen problemlos. Muss Einwurf geben. Rojo. Souverän, er hat den Ball. Rudi. Mit dem Schuss verfehlt er das Ziel doch sehr deutlich. Zabaleta. Bastian Schweinsteiger. Groß. Und jetzt der Schuss. Und nun Bilia. Agüero. Jetzt die Maria am Ball. Ball bei Agüero. Özil. Schweinsteiger! Und nun ein Schuss. Er hält den Ball fest, das war wichtig. Schweinsteiger. Keine Tore bisher, also für den normalen Fan war es ein bisschen mau. Der Trainer. Anpfiff zur zweiten Hälfte. Jetzt Agüero. Und Schweinsteiger. Er steht gut und hat den Ball. Ein toller Pass. Bilia. Da geht er runter und kann den Ball abwehren. Müsste Ecke geben und die gibt's auch. Und er wehrt die Ecke ab. Und wieder ist er auf dem Posten. Der ist wirklich schier unüberwindlich. Es bleibt beim Unentschieden. Jetzt Pastore am Ball. Di Maria. Er gibt abseits. Da kann er sich den Ball holen. Schuss von Agüero. Das war wieder eine Gelegenheit. Aber sie gehen nicht in Führung. Schweinsteiger. Reus. Messi jetzt am Ball. Und nun Mascherano. Jetzt Özil. Marco Reus. Marco Reus ist so ein überragender Fußballer. Leider hat er immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Ja, das ist eine relativ lange Krankenakte. Und ach, was war das bitter, diese Verletzung vor der WM 2014. Agüero. Sehr gut gemacht, er hat den Ball. Nun Angel Di Maria. Weiter geht es mit einem Einwurf. Velia. Jetzt Di Maria am Ball. Nun Groß mit dem Ball. Reus. Mario Götze jetzt. Groß. Müller am Ball. Sehr gut reingespielt. Klasse abgefangen, die Flanke. Da musste der Torwart aber auch hin. Und mit der Parade hält er sein Team im Spiel. Es steht weiterhin unentschieden. Der Ball kommt gut. Da kommt er hin und er faustet den Ball weg. Sehr guter Einsatz von Mats Hummels. Velia jetzt am Ball. Gute Aktion, den Ball nimmt er locker auf. Groß. Götze.
Sie spielen die einfachen Bälle, holen sich so Sicherheit und legen sich den Gegner langsam zurecht. Jetzt die Maria. Kun Agüero. Und jetzt Hummels. Özil. Götze. Und nun Götze. Die Flagge kommt gut rein. Mit vollem Einsatz kann er den Ball wegfausten. Schuss! Der wäre gut gekommen, aber der Schuss wird abgeblockt. Den Ball faustet er weg. Guter Einsatz. Macht er ihn! Den Ball hält er gut. Und noch eine Ecke. Und jetzt haben sie den Ball. Und der weite Ball auf Marco Reus. Und den Ball hat er sich geholt. Özil. Jetzt schießt er. Ganz stark abgeblockt. Nun Pastore. Nun Kun Agüero. Jetzt könnte es gefährlich werden. Groß am Ball. Etwas mehr Spektakel hätte es sein dürfen, aber bisher ist hier kein Tor gefallen. Vielleicht gibt es ja noch kurz vor Schluss den einen, den goldenen Treffer. Und jetzt Müller. Götze, die Führung und eigentlich ist das Spiel vorbei. Was gibt der Unparteiische noch drauf? Jetzt kassiert er das erste Tor, aber trotzdem, er zeigt heute eine sehr gute Leistung. Das stimmt absolut. Bisher hat er klasse gehalten, alles rausgeholt, was rauszuholen war. Und zwischendurch müssten ihm die Verteidiger einfach auch mal helfen. Und da kassieren sie doch noch den Gegentreffer, so kurz vor Schluss. Jetzt müssen sie alles nach vorne werfen und irgendwie noch den Ausgleich erzielen. Özil. Und jetzt der Schuss. Schuss von Reus! Und da war er zur Stelle. Super Parade. Jetzt die Maria am Ball. Ein Tor Vorsprung hat am Ende gereicht, um dieses Testspiel zu gewinnen. Und viel wichtiger als der Sieg, auch wenn der natürlich...